Wenn Rainer und Birgit Rudolf von einem Spaziergang nach Hause kommen, haben sie meistens Wut im Bauch. Dann werden sie nämlich jedes Mal daran erinnert, dass ihr Aufzug nicht funktioniert. Seit Mitte August geht bzw. fährt nichts mehr. Schlimm, immer noch kaputt. Für das Rentner-Ehepaar heißt das Treppensteigen. Eine Extrembelastung, denn Rainer Rudolf ist 100% schwerbehindert. Ich habe Diabetes und dadurch sind meine Füße ziemlich schlapprig und sehr schwammig und verliere das Gleichgewicht, wenn ich mich nicht hier jetzt am Geländer, am Handlauf festhalten könnte. Und das ist eine unmögliche Situation und die geht jetzt schon über Monate. Für den 66-Jährigen ist das eine Quälerei, denn die Rudolfs wohnen im vierten Stock. Sie können nicht verstehen, warum der Fahrstuhl so lange nicht repariert wird. Einen Termin kann die zuständige Firma nicht nennen. Ein weiteres Problem, das Ehepaar ist Eigentümer der Wohnung, kann sich also auch nicht an einen Vermieter wenden. Die Rudolfs wissen nicht mehr weiter. Wir bitten einen Fachanwalt um eine Einschätzung. Der bestätigt, dass in so einem Fall die Miete bis zu 20% gekürzt werden könnte. Als Eigentümer aber müssen die Betroffenen anders gegen die Aufzugfirma vorgehen. Dann würde ich den Vertrag entweder fristlos kündigen. Und falls das nicht möglich ist und die sich außerstande sehen, aber trotzdem dann einfach eine dritte Firma damit beauftragen und die eine Ersatzvornahme machen lassen und das dann gegebenenfalls der Firma, die sich nicht in der Lage sieht, ihrer eigentlichen Verpflichtung nachzukommen, denen dann die Kosten auferlegen. Wir wenden uns an die Firma Westner, die den Aufzug gebaut hat und auch für die Wartung zuständig ist. Das Unternehmen entschuldigt sich in einer schriftlichen Stellungnahme bei den Betroffenen und schreibt weiter, dass geplant war, den Aufzug nächste Woche zu reparieren. Die Hausverwaltung aber habe Westner mittlerweile gekündigt und eine andere Firma beauftragt. Die will nächste Woche in Gilching anrücken und den Fahrstuhl in Ordnung bringen. Dann ist meine große Hoffnung, dass die das vielleicht die nächsten 2-3 Wochen endlich mal hinbekommen und wir nicht Weihnachten und Silvester hier auch noch ohne Aufzug sitzen, denn wir hätten gerne Besuch, das sind teilweise auch ältere Herrschaften und das ist dann nicht so einfach. Immerhin ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Bis der Aufzug wieder geht, will Rainer Rudolf aber vorsichtshalber zu Hause bleiben. Birgit Rudolf geht also momentan alleine nach draußen. Sie wünscht sich aber, dass sie möglichst bald wieder gemeinsam spazieren gehen können.